Ja, hi. Wir stellen jetzt mal wieder ein kleines Produkt vor. Das ist das HP Notebook Pavilion G6. Das Ganze befindet sich jetzt seit 2 Wochen in dem Besitz meines Vaters. Habe ich ihm bestellt über Notebooks billiger. Klasse Sache für 369 Euro. Da in dem Gerät ist ein i3 integriert. Also haben wir auch die HD 3000er Grafik-Engine drinne. Ja, das Erscheinungsbild erstmal, das ist recht kompakt. Als ich ihn ausgepackt habe, habe ich erstmal gedacht, okay, ist das jetzt 15 Zoll oder was war das jetzt nochmal? Weil er wirkt sehr, sehr kompakt. Wir haben keinen Numblock nicht gegeben, was aber ja nicht unbedingt schlimm ist. Also meinerseits nicht, aber gut. Das muss auch jeder selber wissen. Die Scharniere sind meines Erachtens sehr gut verarbeitet. Also das ist nicht so ein Billigkram, der hin und her schleudert wie so verrückt. Das ist auch ein bisschen härter. Also ist schon ganz schön. Ja, vom Gewicht her und alles recht normal gehalten. Wir bewegen uns hier in einem akzeptablen Bereich. So, kommen wir einmal zu den Ports von dem Laptop. Hier ist ein VGA-Port, der ist ganz analog noch. Der überträgt das Bild vom Laptop zum Monitor. Hier besitzen wir schon einen HDMI-Port, der wird das Ganze digital übertragen, von der Qualität natürlich auch etwas besser. Haben aber noch nicht alle Monitore. Hier besitzen wir einen Ethernet-Port, zu Deutsch ist das eigentlich der Netzwerkanschluss. Natürlich kann man auch an den Laptop mit normalen Patchkabel rangehen, besitzt aber auch schon WLAN. So, kommen wir zu den weiteren Anschlüssen. Hier zwei USB-Ports, das ist noch USB 2.0. Der Laptop hat leider noch keinen USB 3.0-Anschluss, was aber auch noch nicht so schlimm ist. Für die Sachen, die man damit macht, reicht es völlig aus. Daneben ist ein Mikrofon- und Kopfhöreranschluss. Natürlich kann man hier auch ein Headset anschließen. Natürlich besitzt aber auch der Laptop ein eigenes Soundsystem von SRS. Hier haben wir noch einen Kartenslot für SD-Karten. Die beiden hier unten wären dementsprechend die Festplattenlampe und ob der Laptop auch an ist. So, das ist jetzt die andere Seite vom Notebook. Hier hätten wir dementsprechend einen DVD-Dual-Layer-Brenner, sprich, er kann auch Dual-Layers brennen. Hier wieder ein USB 2.0-Port. Hier haben wir noch einmal den Stromanschluss für die externe Stromquelle, weil irgendwann ist ein Notebook auch mal leer, dann braucht man Strom. Und dieses dünne Teil ist ein Lock-Teil. Das kann man einfach am besten, die sind für Kingston meistens ausgelegt, für Kingston-Notebook-Schlösser. Die kann man dann dementsprechend anschließen, wenn man das zum Beispiel an einem Arbeitsplatz hat, wo dann noch öfter Kunden oder ähnliches sind, dementsprechend festschließen, dass das Gerät nicht entwendet wird. So, kommen wir mal zu den technischen Details des Laptops. Verbaut ist ein i3 2330M Prozessor der zweiten Generation mit 2,2 GHz auf jedem Kern. Nutzt also schon die Sandy Bridge Technologie. Die Größe des Displays, die Diagonale, beträgt 39,62 cm. Zu Deutsch wären das auch sonst 15,6 Zoll. Hat ein LED-Display, was ich sehr bevorzuge mittlerweile. Die Festplatte entspricht 500 GB, normale Umdrehung, sprich 5400. Reicht völlig an für Office-Anwendungen aus. Verbaut sind auch noch 4 GB Arbeitsspeicher, DDR3 SD-RAM, besitzt WLAN, wie schon gesagt, hat ein optisches DVD-Laufwerk, hat auch einen Intel HM65 Express Notebook-Chipsatz, sprich, besitzt keine eigene Grafikkarte, aber dass die neuen Prozessoren auch nicht schlecht rendern, auch der i3 ist mittlerweile schon bestätigt. Ja, der Computer oder der Laptop wird mit FreeDOS ausgeliefert. Das heißt, es ist einfach nichts gegeben. Es ist kein vorinstalliertes Linux, alias Ubuntu oder Windows Starter oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie. Es ist halt nichts gegeben. Es ist FreeDOS. Das heißt, wir bekommen einen komplett leeren Computer. Kann zu manchen Fehlern führen, was ich schon gelesen habe, dass wenn man eine CD einlegt mit Windows 7, wie hier 64-Bit Ultimate, dass wir nicht vorrangig auf die CD kommen und von da aus booten können. Da muss man dann einfach ins BIOS gehen und die Bootreihenfolge ändern, was ihr natürlich nachlesen könnt in der Broschüre, wie das funktioniert. Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ist halt ein Fehler, den viele machen und dann sagen sie sich, ich kann kein Windows installieren auf diesem Computer. Doch, das funktioniert natürlich, nur man muss die Bootreihenfolge ändern. Unser Fazit zu diesem Notebook von HP. Es ist ein Laptop, der definitiv für Office-Arbeiten gut geeignet ist,
hat neue Technologie in sich vereint. Das heißt, i3 haben wir an Bord. Dadurch viele Vorteile, grafikmäßig, auch rechnerisch sehr, sehr, sehr gut natürlich, Sandy Bridge. Ja, für Leute, die Office arbeiten, zu einem günstigen Kurs machen wollen, sind sie mit dem HP Pavilion G6 definitiv sehr gut bedient und zu einem unschlagbaren Preis.